Denn hier im Garten, da gibt es viel zu sehen. Der Himmel auf Erden ist es nicht, aber ich finde meinen Garten schön. Ja, die Sonne scheint. Blauer Himmel, leichte Wolken. Es ist endlich mal wieder trocken. Wie ihr seht, hinter mir steht der Rasenmäher noch. Ich habe den Rasen gemäht bekommen. Zweimal musste ich drüber. Er war extrem lang geworden. Und der Boden, der ist immer noch pitschepatsche nass. Aber es geht, man kann ihn mähen. Wie gesagt, zweimal musste ich rüber. Ja, und jetzt sieht er entsprechend auch nicht so gut aus, aber es musste sein, denn für nächste Woche haben die wieder Sturm und Regen angesagt und es ist unbedingt notwendig, den Rasen zu mähen. Zu meinem Rasenmäher werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen. Auf jeden Fall will ich euch jetzt erstmal zeigen, wie das Gras bei mir aussieht. Ich habe also wie gesagt die Hälfte etwa gemäht. Ihr seht, dass der Rasen doch sehr, sehr lang geworden war und dringend eine Rasur benötigte. Naja, und jetzt gucken wir mal, dass wir den Rest schaffen. Zuerst einmal muss ich mir meinen Grasbehälter schnappen. Hier, da ist er. Der ist nämlich schon wieder voll. Und den muss ich jetzt Richtung Komposter schleppen, um den da auszukippen. So, da sind wir. Thank you.
Ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch etwas über meinen Rasenmäher erzählen will. Für mich ist er etwas ganz Besonderes. Ich habe ihn seit circa 6 Jahren und inzwischen wird er von dieser Firma nicht mehr gebaut. Die Firma werde ich natürlich nicht nennen. Es ist ein Dreirad-Rasenmäher, wie ihr seht. Und im Video konntet ihr sehen, dass man dieses Rad verstellen kann und dass hier eine Höhenverstellung ist, mit der man die Schnitthöhe einstellen kann. Für mich ist dieser Rasenmäher etwas ganz Besonderes. Ich mähe damit wöchentlich meinen Rasen. Es macht sehr viel Spaß. Natürlich wäre es mit einem Traktor unter Umständen schneller, aber er tut immer noch seinen Dienst brav. Motor zuckelt gut und somit werde ich ihn auch weiter nutzen. Durch das bewegliche Rad kann ich natürlich wunderbar um Kurven fahren und so enge Stellen mühelos kurz und knapp ummähen. Wie ihr im Video gesehen habt, bin ich über einen Stein gefahren. Das ist natürlich nicht so gut. Er lag an der Seite vom kleinen Teich im hohen Gras und ich habe ihn nicht gesehen und nicht mehr dran gedacht, dass er da liegt. Ja, der Rasenmäher hat sein Werk weitergemacht, aber sicherlich wird er einige Zacken im Messer haben und die werden wir dann herausschleifen. Aber das schauen wir uns jetzt erst einmal an. Bleibt dran und dann sehen wir weiter. Ja, da liegt er im Gras, der Übeltäter. Man kann gut sehen, dass ich mit dem Rasenmäher drüber gefahren bin. Die Messer haben oben über den Stein ganz schön lang geschrappt. Man sieht die Beschädigungen auf dem Stein sehr gut. Und wenn ich mir das Messer unterm Rasenmäher ansehe, dann kann ich auch gut erkennen, dass er im Messer einige Zacken hat, die mit Sicherheit vom Stein stammen. Also müssen wir das Teil darunter wegbauen, in die Werkbank spannen und mit der Feile wieder scharf schleifen. Aber das werde ich euch in einem späteren Video darlegen. Sommerzeit ist auch Erntezeit. Es hat viel geregnet die letzten Tage. Doch nun ist es soweit. Nun möchte ich erst einmal meine großen Bohnen, oder Puffbohnen sagt man ja auch, ernten. Mal gucken, was die bringen. Saubohne, Schweinsbohne, Pferdebohne, Viehbohne. Diese Namen lassen es erahnen. Die Ackerbohne ist ein gutes Futter für unsere Nutztiere. Sie ist aber auch unter den Namen Fava-Bohne, Faberbohne, dicke Bohne, große Bohne oder eben Puffbohne in der menschlichen Ernährung bekannt. Doch was sind nun die Vorteile von Ackerbohnen? Sie lockern die Fruchtfolge auf und erhöhen die Biodiversität in der Landwirtschaft. Sie können als Hauptfrüchte, Zwischenfrüchte oder als Gründüngung angebaut werden. Sie haben eine lange Blühdauer und sind daher eine gute Trachtpflanze für Bienen, Hummeln und andere Insekten. Man sieht gut, dass schöne große Bohnen dran sind. Mal gucken, wie viele Kerne wir von den 2 Reihen hier ernten. Ich habe es mir hier auf einer Gummimatte bequem gemacht. Der Boden darunter ist extrem feucht vom Regen. Wenn ich mich so hinknien würde, hätte ich die Knie ganz, ganz schnell durchgeweicht. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die großen Bohnen pflücken und sehen, wie die Ernte ist. Ich hatte das eigentlich schon viel früher vor. Mir fehlte nur immer die Zeit.
Aber da hier sind sie jetzt auch besonders groß und ausgereift. Und dann sind sicherlich schöne große Kerne drin. Beim Ernten habe ich auch jede Menge Schnecken wieder entdeckt, die ich natürlich gleich entsorgt habe. Dicke Bohnen sind kälteunempfindlich und können schon früh vorgezogen werden. Ihr könnt mit der Vorkultur Anfang März bereits beginnen. Warum heißen Puffbohnen Puffbohnen? Echte Erfutter hatten immer eine Handvoll Puffbohnen in ihrer Tasche, wenn sie unterwegs waren. Sobald sie an einem Puffbohnenfeld vorbeikamen, zogen sie ihren Hut und grüßten die Puffbohnen, um so ihre Wertschätzung auszudrücken. Diese Geste brachte ihnen schnell den Spitznamen Erfutter Puffbohne ein. Ich bin erstaunt, was für eine große Ernte ich aus diesen zwei Reihen Puff oder große Bohnen bekommen habe. Die Arbeit ist damit natürlich noch nicht zu Ende, denn die Kerne müssen ja alle noch aus der Schale raus. Und wie viel davon übrig bleibt, das wollen wir uns jetzt im Anschluss einmal ansehen. Ackerbohnen gehören zu den Hülsenfrüchten oder Leguminosen. Ihre Wurzeln können mit Knöllchenbakterien eine Zusammenarbeit eingehen, bei der die Bakterien den Luftstickstoff binden und als wertvolle Aminosäuren an die Pflanzenwurzeln abgeben. Was die Stickstoffdüngung anbetrifft, ist die Bohne also quasi ein Selbstversorger. Der Ursprung der Ackerbohnen ist nicht zweifelsfrei geklärt. Es gibt Hinweise auf den Mittelmeerraum, aber auch auf den vorderen Orient bis hin zum Himalaya. Wenn die Ackerbohne als Viehfutter verwendet werden soll, sind hohe Eiweißgehalte mit guter Verdaulichkeit, wie sie zum Beispiel tanninarme Sorten haben, das Ziel. Bei uns auf dem Küchenteller sind dagegen Geschmack, Zartheit und eine gute Kocheigenschaft wichtig. In den nährstoffreichen Ackerböden des Thüringer Beckens wurden schon im Mittelalter die nahrhaften Ackerbohnen angebaut. Sie gediehen so gut, dass sie als aufgebufft galten, was sehr groß bedeutet. Die Puffbohnen waren ein gehaltvolles Arme-Leute-Essen, von dem einige Rezepte überliefert sind. Unter anderem der Erfurter Puffbohnensalat.